eine Nähe zu Gott, die man erleben kann. Ein kurzer Blick in die Historie. Wo liegen die Anfänge dieses Gebetes? Ja, sehr stark bei uns Mönchen, auch bei uns Zisterziensern, denn wir sind ja gewohnt gewesen, die Psalmen, 150 Psalmen, innerhalb einer Woche zu beten. Und gerade in den Zisterzienserklöstern hatte man dann auch Mönche, die Latein nicht mehr konnten. Und deshalb auch das Psalmodieren war für die schwierig. Dann hat man gesagt, sie sollen halt pro Tag 150 Paternoster, also Vater Unser, beten. Und dann über einige Verbindungen ist daraus eben dieses Wiederholungsgebet, der Gegrüßet seist du Maria, entstanden. War immer ein Meditationsgebet, so wie wir es Mönche eben durch die Psalmen pflegen. 150 Psalmen, 150 Gegrüßet seist du Maria, geteilt durch drei, ergibt die drei Rosengrenze, 3 mal 50, die man eben bisher hatte, die dann wieder durch 5 geteilt, also 5 mal 10 Gegrüßet seist du Maria. Aber es kommt nicht auf die Quantität an, und ich möchte allen Zuseherinnen und Zusehern raten, probiert es einfach. Ja, ihr müsst ja keinen Rosenkranz kaufen, man muss ihn nicht einmal haben, sondern es genügen ja die 10 Finger der Hand, an denen man dann die Gegrüßet seist du Maria abzählen kann. Jetzt habe ich